So, im letzten Video haben wir auch OpenHub installiert und ich hatte ja schon angedroht, dass meine Home-Automation-Lösung erstmal losgeht mit dem Harmony-Hub von Logitech. Im Grunde kann sich das Video jetzt jeder anschauen. Es wird jetzt erstmal die allgemeine Anleitung, wie ich die in mein Netzwerk einbinde. Dieser Harmony-Hub, der dient dazu, Infrarotsignale an verschiedene Geräte zu senden, kann auch mit Bluetooth über andere Geräte gekoppelt werden. Und das Erste, was man halt machen muss, wenn man das Teil bekommt, erstmal an Strom anstecken. Dann blinkt das hier fröhlich hier unten. Das halte ich mal in die Kamera. Ja, und dann kann man den ins WLAN-Netzwerk integrieren. Irgendwie muss jetzt das Passwort da drauf. Das machen wir über die Harmony App. Einfach im Play Store jetzt bei mir nach Harmony gesucht. Dann gibt es hier diese Harmony App. Und dann gehe ich einmal auf Installieren. So, die App ist jetzt installiert. Ich klicke hier einmal auf Öffnen. Und hier fragt er mich, was ich tun will. Ich sage, richten Sie einen neuen Hub ein. Er darf dann auf die Geräte zugreifen, also auf den Standort zugreifen. Es kommt hier so ein kleines Video, dass man das halt erst an Strom nehmen soll. Ich klicke mal auf Weiter. Das Blinken, also irgendeine Verbindung hat er jetzt scheinbar, wenn ihr hier seht, er hat das Blinken mal eingestellt. Er fragt mich jetzt hier nach meinem WLAN-Kennwort. Ich habe das schon mal in die Zwischenablage kopiert. Ihr habt nichts gesehen und einmal registrieren. Jetzt müsste er diese Daten quasi an den Harmony Hub übertragen und der kann sich dann in mein WLAN einbuchen. Ja, und jetzt, das finde ich ein bisschen nervig, aber man braucht eben auf Logitech einmal ein Konto und muss dann hier ein Konto entsprechend erstellen. So, ich habe mir jetzt schnell eins erstellt. Ich gehe auf Sie haben bereits ein Konto und kann mich jetzt hier mit E-Mail, Passwort einmal einloggen. Verkaufe hier meine Seele einmal, keine Mails und will auch nichts unterstützen. Also nur das erste, die Nutzungsbedingungen, das andere ist nicht erforderlich. Auch hier wieder meine Seele verkaufen. Tja, jetzt scheint ja nochmal das Ding abzudaten, ist ja auch ganz cool. So, jetzt hat er das Setup abgeschlossen, hat tatsächlich ein paar Minuten gedauert. Und ja, jetzt kann man hier losklicken. Das zeige ich euch aber in einem nächsten Video. Ich wollte jetzt erstmal nur zeigen, wie ich das ins Heimnetz integriere. Ja, von daher passt erstmal.